Ich hoffe, dass wir auf dem Weg in eine smarte Zukunft sind. Ich habe großes Vertrauen darin, wenn wir den Jugendlichen zuhören, dass wir die Herausforderungen, die sie stellen, meistern und lösen können. Und es zeigt sich auch am Feedback aus Wirtschaft, aus Politik, dass diese Ideen, die hier entstehen, großes Potenzial haben, die Welt wirklich ein Stück weit besser zu machen. Eine Stimme zu bekommen. Das ist, glaube ich, auch das Attraktive vom YES, dass wir junge Leute eine Plattform bekommen, wo wir unsere Ideen teilen können mit anderen Leuten und da, wo wir wirklich ernst genommen werden. Ich finde die Energie hier ganz besonders. Es sind so viele junge Menschen, die alle sich für Politik interessieren, für Wirtschaft, wirtschaftliche Zusammenhänge, auch Zusammenhänge zwischen Politik und Wirtschaft. Und das ist für mich ganz besonders. Das freut mich sehr zu sehen, dass die jungen Menschen sich an diesen Themen interessieren und vor allem, dass sie bereit sind, ihre eigenen Ideen, ihre eigene Zeit, weil sie haben monatelang an den Projekten gearbeitet, um Lösungen von gesellschaftlichen Problemen zu finden und vorzuschlagen. Es geht hier nicht nur um das Gewinnen, sondern auch sehr viel darum, sich auszutauschen mit anderen Schulen aus anderen Ländern, in welchen teilweise ganz andere Systeme und andere Ideen entstehen können. Die Themen sind auch interessant und sie betreffen uns ja auch alle, besonders als jüngere Generation unsere Zukunft. Und ich finde es auch wichtig, da mitzubestimmen. Und ich will auch mitbestimmen. Ich halte das für wirklich ausgesprochen wichtig, auch dass man junge Menschen darüber natürlich auch an solche Fragen heranführt und auch deutlich macht, wie wichtig es ist, auch sich mit solchen politischen Prozessen, aber auch mit der wirtschaftlichen Situation auseinanderzusetzen, eigene Ideen für die Zukunft zu entwickeln, sich Gedanken darüber zu machen, was sind die großen globalen Herausforderungen, die wir haben. Da wird wahnsinnig viel vermittelt und deswegen ist das eine super Veranstaltung, weil es eben auch so unkompliziert eben junge Menschen daran führt. Also was ich dabei besonders cool fand, dass das alles so relativ offiziell war und dass das so professionell war. Also dass hier wirklich mit großen Instanzen gearbeitet wird, dass man wirklich Experten haben, die davon Ahnung haben, die halt Input geben, was man noch verbessern kann. Aber gleichzeitig auch, dass man in der Gruppe so gut zusammenarbeiten kann, dass man da halt genau sich gegenseitig unterstützen kann. Das ist super. Im Ganzen hat uns das wirklich richtig viel Spaß gemacht. Es war interessant zuzuhören und uns auch mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Ich finde, alle Teams hier haben das richtig gut gemacht, haben wirklich was auf die Beine gestellt. Also das muss man wirklich auch mal sagen, tolle Ideen sind hierbei rumgegangen. Ich finde es super interessant, wie auch die Experten sich mit uns auseinandersetzen. Finde ich richtig toll. 2, 1, yeah!